die eGain-Komplettlösung. Das Thema heute ist Komplettlösungen und ich möchte Ihnen zeigen, was eGain als Komplettlösung für Contact Center anbietet. Kurz zu mir, Frank Busch ist mein Name. Ich bin seit mittlerweile fast 20 Jahren in der Contact Center Industrie, habe dort ganz verschiedene Themen gemacht, vor allem Knowledge Engineering und Prozessimplementation. Bin seit 2 Jahren bei eGain und habe aber mein allererstes eGain-Projekt schon vor fast 14 Jahren gemacht. War also nur ein logischer Schluss, dass ich irgendwann auch selbst bei eGain lande. eGain, die Firma, ist ein Unternehmen aus dem Silicon Valley, aber mit vielen Dependancen auf der ganzen Welt verstreut, vor allem auch hier in Deutschland in Dortmund. Und wir sind dort so zahlreich vertreten, dass wir Projektmanagement, Professional Services und alles, was dazugehört, anbieten. Also Projekte, die hier in Deutschland durchgeführt werden, haben auch deutschsprachige Ansprechpartner. Und deutschsprachige Ansprechpartner, das heißt für Sie guter Support vor Ort. Interessanter als das, was eGain als Firma darstellt, ist aber das, was eGain als Produkt darstellt. Wir gehen davon aus, dass ein Contact Center ja verschiedene Systeme integriert. Wir haben CRM-Systeme oder ERP-Systeme im Einsatz. Sie haben eine Callcenter-Telefonie, auch eine Webseite, vielleicht mit einer Anbindung an einen Shop oder auch an ein Hilfesystem. Und das alles bringen wir unter einen Hut, indem wir unseren Customer Engagement dazu bauen. Und dieser Customer Engagement Hub basiert zunächst mal auf einer grundlegenden Plattform. Teile dieser Plattform sind die integrierte Wissensdatenbank mit der Case-Based Reasoning Technologie, auf deren Basis das ganze Wissen dann auch in die Kanäle verstreut wird. Aber viel wichtiger hier erstmal noch die Konnektoren, die Adapter, die dafür sorgen, dass wir ihre internen Systeme aufnehmen, die Daten, die Informationen, die hier bereitgestellt werden, über unsere Plattform zum Agenten liefern und auch zum Kunden, und der Agent damit in die Lage versetzt wird, kanalunabhängig Support zu machen, der erstens das große Thema First Call Resolution löst und auch das ganze Thema effizient behandelt wird. Der Fokus sollte darauf liegen, dass wir eine exzellente Kundenerfahrung liefern. Und indem wir das alles in einer Plattform abbilden, und zwar alle Kanäle, sorgen wir dafür, dass Ihre Agenten in einer Oberfläche alle Kanäle bedienen können. Völlig unabhängig, ob das jetzt ein Chat ist, ob das ein Videochat ist, ob das eine Co-Pro-Session ist, ob das Kommunikation mit Facebook und Twitter ist, was für Sie ein Thema ist. Das bilden wir in einer Konsole ab. Und wir können nachher gerne noch darauf eingehen, wie die Latenzzeiten da sind, wie schnell wir in der Lage sind, Facebook Nachrichten zu beantworten. 8 Minuten erscheint mir da wirklich sehr hoch. Das alles bilden wir in einer Plattform ab. Dass wir das auch erfolgreich tun, das sagen auch die Analysten, das sagt auch Gartner. Gartner bildet uns seit über 8 Jahren im Magic Quadrant, im Leaders Quadrant ab. Und seit Februar diesen Jahres, letzten Jahres, also in der letzten Analyse von Gartner, sind wir auch ganz oben. Also wir haben auch im Leaders Quadrant jetzt die Führung übernommen und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Aber zum Thema Komplettlösung, zum Thema Kanäle, um welche Kanäle geht es überhaupt? Wir haben die klassischen Kanäle Telefonie und E-Mail. Ich glaube, die haben ihren Zenit erreicht. Das sieht man in dieser Analyse von Dimension Data, die ist auch sehr aktuell. Man sieht recht kleine, grüne, schmale Balken, da das Volumen stagniert. Also da wird es nicht mehr viel Entwicklung geben. Stattdessen sieht man die Kanäle, zum Beispiel SMS oder Text Messaging, da mag auch WhatsApp mit reinspielen, da gibt es Social Media, Smartphone, Applications. Das sind die Kanäle, die in Zukunft anwachsen werden, beziehungsweise das auch jetzt schon tun. Und das sind die Kanäle, auf die man sich fokussieren muss, weil es gibt eine Menge verschiedener Geräte, die über verschiedene Kanäle mit uns, mit dem Customer Service interagieren wollen, aber nicht nur mit dem Customer Service. Da gibt es viele Abteilungen, die auch wieder Informationen aus vielen verschiedenen Systemen benötigen. Und daraus gibt es eine Menge Anforderungen oder Herausforderungen, die daraus entstehen. Multikanalmanagement, ein Thema. Inzwischen redet man auch von Omnikanalmanagement. Was daraus entsteht, ist, es gibt eine Transformation von Volumen aus den klassischen Kanälen, Telefonie, E-Mail, mittlerweile in andere, effektivere Kanäle, wie Web-Self-Service oder die sozialen Kanäle oder auch Chat. Und das zu unterstützen, sehen wir als Job unserer Komplettlösung an, nämlich Automatisierungspotenziale erkennen und dieses geänderte Verbraucherverhalten aufzunehmen, dass man Interaktionen
im Chat, im Web und auf den sozialen Kanälen erfordert. Es gilt also darum, geeignete, effiziente Lösungen einzuführen und, wie eben schon gesagt, daraus exzellente Kundenerfahrungen zu generieren. Das machen viele Kunden mit uns. So ein Kundensheet zeigt Ihnen jeder. Ich zeige Ihnen lieber, wie wir das bei Kunden umgesetzt haben. Zum Beispiel Vodafone hier in Deutschland oder auch in Europa. Vodafone als Kunde von eGain baut auf eGain-Lösungen europaweit in verschiedenen Ausprägungen. Hier in Deutschland nutzt man zum Beispiel den Web-Self-Service und nutzt eGain auch für das große Thema Defective Device Returns und diesen Faktor No-Fault Found. Das heißt, Vodafone hatte das Problem, dass viele Geräte eingeschickt werden, weil sie vermeintlich defekt sind. Dabei war es nur ein Bedienungsfehler. Zusammen mit eGain haben wir eine Lösung erarbeitet, die dieses Thema Defective Device Returns europaweit um 30% reduziert hat. Bei einem dreistelligen Millionenbudget ist der ROI da schnell erreicht, in Wochen, vielleicht sogar in Tagen. Virgin Media, ein anderer Kunde von uns, der auch auf Web-Self-Service und Chat baut, auch auf die Integration von Social Media, mehrere tausend Interactions über Facebook macht Virgin mit eGain sehr erfolgreich, weil dort hat sich der Social-Media-Kanal als einer der wichtigsten Support-Kanäle mittlerweile etabliert. Und auch Everything Everywhere nutzt eGain im Web-Self-Service und für andere Kanäle. Hier hat man zum Beispiel durch den Einsatz des Web-Self-Service das Volumen von Telefonie und E-Mail um 38% reduziert. Jetzt nehme ich nochmal ein Thema auf, das mein Kollege, der Herr Schönhofer, vorhin angesprochen hat. Wir sind eine Komplettlösung und um den Telefoniekanal bei uns zu integrieren, vertrauen wir auf die Partnerschaft zu Cisco. Wir integrieren uns in Finesse vollständig und bieten da auch wirklich eine Komplettlösung insgesamt an. Das Bild kennen Sie, das hat auch der Herr Schönhofer eben schon kurz gezeigt. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, Sie haben es ausführlich erklärt. Was ich aber erklären möchte, ist die Konsole an sich. Das ist das, was wir dem Agenten entgegenstellen. In diesem Frontend wird alle Interaktion abgebildet. Unabhängig davon, ob das jetzt eine Social-Media-Nachricht ist, ob das ein Tweet ist, ob das ein Chat ist, ob das ein Brief ist oder ein Fax. Da bieten wir einen OCR-Service ein. Das heißt, Brief und Fax wird genauso bearbeitet wie E-Mail. Wir haben im Hintergrund Mechanismen, die dafür sorgen, dass alle eingehenden Aktivitäten automatisch inhaltlich analysiert werden, es werden gegen die Wissensdatenbank geprüft, man bietet Antwortvorschläge zum Agenten, um den Agenten in seiner Arbeit einfach sinnvoll zu unterstützen. Und wie gesagt, das für alle Kanäle, unabhängig davon, ob das ein Chat, eine E-Mail, ein Brief oder ein Fax oder was auch immer ist. Eins weiter. Facebook-Integration ist natürlich ein Riesenthema. Wir bieten Ihnen momentan die Integration von Facebook und Twitter out of the box an. Andere Kanäle bieten wir dann an, wenn es von Kunden gefragt wird. Also jetzt als nächstes wird sicherlich YouTube ist ein großes Thema. Pinterest scheint langsam interessant zu werden, auch als Support-Kanal. Und das sind so Kanäle, die sicherlich bald auch abgebildet werden. Wir verlassen uns da auf das, was unsere Kunden von uns erfragen und bleiben da am Thema dran. Eine Twitter-Integration. Numericable, ein Quadruple-Play-Anbieter aus Frankreich, vertraut auf eGain, um den Twitter-Kanal als Support-Kanal zu nutzen. Und als letztes möchte ich Ihnen noch zeigen, dass wir natürlich auch Chat komplett integrieren. Auch das ist, wie man es hier sieht, oh, ich habe sogar Ton an. Auch Chat ist komplett in unsere Konsole integriert. Als letztes und für den Contact-Center-Bereich natürlich extrem wichtig, wir bieten auch eine eigene Business Intelligence Engine an, sorgen dafür, dass die Daten, die in unserem eGain-System anfallen, auch sinnvoll aufbereitet und visualisiert werden können. Das Schöne daran ist, wer sich mit Excel und Pivot-Tabellen auskennt, der klickt sich einen neuen Report, der die Daten visualisiert, in ein paar Minuten zusammen. Und vielleicht jemand im Publikum, der Business Objects noch kennt und auf einen neuen Report da 2 bis 3 Wochen warten musste, das ist passé. Man klickt sich seinen Report in ein paar Minuten zusammen. Es gibt eine Menge Dashboards, je nach Kanal, die vorgefertigt mitgeliefert werden. Darüber hinaus gibt es aber auch Reporting- und Monitoring-Konsolen, die dafür sorgen, dass steuernde Mitarbeiter den direkten Zugriff auf die aktuellen KPIs ihres Contact-Centers haben. Und ansonsten, um die Punktlandung zu erreichen, ich habe noch 13 Sekunden, Zusammenfassung, wir bieten Ihnen die nahtlose Multi-Channel-Strategie, versorgen Ihre Agenten mit einem 360-Grad-Blick auf den Kunden,
versorgen ihn mit konsistentem Wissen, kanalunabhängig. Und wenn ich Ihre Neugierde geweckt habe, dann würde es mich freuen, wenn Sie mir nachher noch nach Halle 4 zum Stand G16 folgen. Ich würde mich freuen.